Hallo Leute, willkommen an diesen sonnigen Plätzchen in meiner Ecke hier. Ja, letzte Woche war es so sonnig und so warm, ich konnte mich nicht aufraffen, ein Video zu machen. Ich bin einfach zerschmolzen. Ja, aber das habe ich dann genutzt, auch ein paar Hörspiele zu hören, beziehungsweise mehr zu kaufen. So viele davon habe ich noch nicht gehört. Aber so ein bisschen meinen ersten Eindruck, zumindest zu diesem Hörspiel, kann ich euch sagen, ich war eigentlich recht gut begeistert. Geisternebel erinnert euch vielleicht so ein bisschen der Titel an TV Nebel des Grauens, den es damals gab von Joe Carpenter. Ein sehr toller Film und ja, eigentlich auch ganz gruselig, kommt drauf an. Also ich fand den damals nicht ganz so gruselig, aber die Gemüter sind ja verschieden. Ja, und in diesem Hörspiel geht es darum, da sind zwei Fischer, ganz am Anfang ist so die erste Szene, sind zwei Fischer unterwegs mit ihrem Boot, die natürlich fangen sie Fische. Und wo sie das erste Netz ans Land ziehen, sehen die Fische ein bisschen merkwürdig aus. Sie sind mit so einer weißen, galagartigen Masse überzogen und so ein bisschen mumifiziert. Also ganz merkwürdig. Und der eine Fischer meint, sind die krank oder was ist das? Sie haben das auf den ersten Blick nicht erkannt, dass es Fische sind. Und der eine meint so, ja, sofort ins Meer wieder zurückschmeißen. Der andere wollte das melden, die diskutieren so ein bisschen. Ja, und in der Stadt passieren auch noch andere Sachen in der Richtung und es werden auch noch Vögel am Strand aufgefunden, die so ähnlich aussehen. Was es damit auf sich hat, das möchte ich hier nicht verraten, weil ich will ja hier nicht spoilern. Im Guten und Ganzen hat mir das sehr gut gefallen. Ja, ich kann ja mal kurz die Sprecher zeigen, damit ihr seht, wer da so ein bisschen mitspricht. Ja, der Erzähler Christian Roth ist leider von uns gegangen, der ist jetzt hier nicht mehr der Sprecher. Ah, ist ein bisschen schlecht zu sehen bei der Sonne. Ja, aber der jetzt hier dabei ist, der macht das auch ganz gut eigentlich. Ja, sieht so aus und ja, hier haben wir so ein bisschen Cover, das ist auch mal bedruckt, das finde ich mal ganz gut. Und hier so ein bisschen Spoiler, nicht wegen der Story, aber die nächste CD, die rauskommt, das ist das hier. Das ist Mutter. Bin ich mal gespannt, um was es da geht. Könnte vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Muttertag. Das war damals so ein Horrorfilm. Wer weiß, vielleicht ist das ja so ähnlich. Ja. Ist dann auch wieder in Rot, weil die Farben ja bei dieser Reihe immer abwechselnd sind. Mal sind sie rot, mal sind sie blau. Immer so im Wechsel, wie damals die Neon-Serie. Aber ich glaube, die ist auch so ein bisschen da angelehnt. Und hier unten habt ihr auch in Gedanken von F.A. Francis. Der hat nämlich auch noch für diese Reihe ein paar Stücke gemacht. Ja, dann haben wir hier als nächstes Gruselkabinett, die aktuelle. Habe ich mir geholt, bin auch vollständig. Nummer 49 ist dann auch meine aktuelle, die anderen habe ich alle. Habe ich leider noch nicht gehört, aber die werde ich mir ganz in Ruhe mal so sonntags morgens reinziehen oder so, wenn ich Zeit habe. Bin mal drauf gespannt, für alle, die den Text dann nochmal sehen wollen oder die Sprecher, die dabei sind. Sieht so aus. Ich hoffe, die Schatten hier von meinen Blumen oder sonst was das ist, stören nicht zu sehr. Ja, das ist dann dieses. Drehe ich mal um nochmal, damit ihr dieses wunderschöne Cover nochmal sehen könnt. Ich nehme mal hier ein bisschen was aus den Schatten raus. Vielleicht wird es ja dann gleich ein bisschen besser. So, da haben wir wieder ein bisschen Sonnenflecken. Ich hoffe, die Sonne bleibt noch ein bisschen, bevor das Video zu Ende ist. Ja, dann habe ich mir noch mal einen Teil zufällig mitgenommen, weil es im Angebot war von Toni Ballard. Aber ich glaube, bis 26, da fehlt mir eine riesige Lücke. Die muss ich erstmal schließen. Und das war jetzt auch wieder Teil 1 von 3. Man muss da wieder 3 Stück von holen. Ja, dann habe ich es erstmal sein lassen, weil ich so viele andere Sachen geholt hatte. Aber da muss ich mal sehen, dass ich da komplett werde. Ihr seht, hat was mit der Meerjungfrau zu tun. Manche finden die Toni Ballard ja gar nicht so gut. Also mir gefallen sie sehr, sehr gut. Ich habe da richtig Spaß bei. Und ja, sie kommen jetzt auch nicht so oft raus. Also da kann man ganz gut mitschwimmen. Ich glaube, 34 oder 35 ist momentan das aktuelle Ding. Ja, dann hatte ich mir was geholt, was im Angebot war für 5 Euro. Da habe ich mir mal Sherlock Holmes mitgenommen. Ja, das ist mit so einem Patienten gewesen, der eine Krankheit hat und keiner weiß, was mit ihm los ist. Und auf den Pfad, wo ich gedacht habe, das könnte das sein und ich lag richtig, muss ich dazu sagen. Ich werde es natürlich nicht verraten, um was es ging genau. Ja, Cover sehr, sehr schön, gefällt mir super und ich mag auch diese CD-Höhlen, die sind ja hier so in den Ecken so abgerundet. Ich habe auch noch so Herr der Ringe, die sind auch so, finde ich sehr, sehr schick und ja, die Sprecher sind auch richtig gut, haben mir auch super gefallen. Ja,
Auf jeden Fall hatten wir dann, sind auch wieder bedruckte CDs. Ja, hier seht ihr noch ein bisschen Dings, geht 48 Minuten. Und da hatte ich mir noch einige mehr geholt, aber ich hatte bis jetzt nur den englischen Patienten gehört. Und ich finde, da kann man auch immer schlecht was zu sagen, selbst wenn man sie gehört habe. Genauso wie bei den drei Fragezeichen. Das ist halt so ein Detektiv-Ding. Und wenn man so ein bisschen auf Zack ist, hat man da schnell mal gespoilert. Ja, da habe ich mir noch die Nummer 36 mitgenommen. Und die Nummer 20, wie gesagt, für 5 Euro. Ich glaube, das kosten die 8 oder 9 Euro. Dann habe ich mir noch die Drachenlady mitgenommen. Und dann habe ich nochmal das. Ich weiß nicht, weil hier steht nichts drauf. Und hier steht zum Beispiel Originalklassiker. Ob das eine Originalgeschichte ist von Sherlock Holmes und ob das vielleicht eine dazu erfunden worden ist, das weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Geht 50 Minuten. Ja, ist so der Schnitt. Manchmal gehen es auch ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Aber wie gesagt, ich finde die Hüllen schon sehr fantastisch. Ja, und dann war ich noch in einem Drogeriemarkt, hatte ich irgendwie in der Zeitung gelesen, die hatten auch Sherlock Holmes im Angebot gehabt, aber nicht für 5 Euro, für 2 Euro. Da habe ich gedacht, vielleicht ist das nicht so gut. Das ist das hier. Den habe ich auch gehört. Das geht da um einen Stein, der verschwindet, der aus der Krone ist von der Königin und so weiter. Und das hat mir, ja, ich weiß nicht, vielleicht hat es mir sogar noch ein bisschen besser gefallen. Ich finde, hier gefällt mir die Atmosphäre besser und hier gefallen mir echt die Sprecher besser. Und ja, hier ist ja auch noch Christian Rode dabei. Und ja, eigentlich richtig super. Auch die anderen Sprecher, wenn ihr so gerne Sprecher mögt von früher, die bei Europa gesprochen haben und so weiter. Da seid ihr hier bei der Firma ganz gut aufgehoben. Und hier waren auch viele alte Sprecher bei. Das war mir sehr sympathisch und das hat mir sehr gut gefallen, weil ich habe die auch beide über die Stereoanlage gehört. Ich habe auch so, ja, so mit Röhrenverstärker und so. Aber hier kam die Atmosphäre besser rüber und hier die Sprecher. Ich kann mich da echt nicht richtig entscheiden, welche Sherlock Holmes ich jetzt besser finden sollte. Vielleicht habt ihr da eine Meinung, würde mich mal interessieren, welche ihr besser findet. Ich finde beide gut, aber beide auf unterschiedlicher Weise. Ja, und dann habe ich mir noch Nummer 19 mitgenommen davon und die Nummer 3. Mehr hatten sie leider davon nicht gehabt. Ja klar, für 2 Euro ist das auch schnell ausverkauft, denke ich mal. Ich weiß auch nicht, wie viele Teile es davon gibt. 47 ist schon ganz schön weit. Mal sehen. Ich schiebe jetzt meinen Stapel ein bisschen an der Seite, weil das geht weiter. Da habe ich mir noch diese schöne 3-Fragezeichen-Box gekauft. Und meistens sind die jetzt nur noch in so einem Plexischuber. Und ich suche immer dann nach diesen Boxen, wo man die einzelnen CDs rausnehmen kann. Weil ich habe noch alle als einzelne CDs. Klar, wenn es die irgendwann nicht mehr gibt, wegen Preis her, würde ich mir wahrscheinlich auch die Plexi-Dinger holen. Aber ich denke, solange es geht und diese Boxen noch kriege, dann hole ich mir die halt als Box. Und hier kann ich euch mal die einzelnen CDs zeigen. Das hatte ich, glaube ich, schon gehört. Aber das ist einfach so durch den Kopf gegangen. Das hat mich jetzt nicht so begeistert, die Folge. Ja, also ich vielleicht da auch nicht so aufnahmefähig an den Tag. Ja, dann haben wir hier das verschwundene, ja, hier dieses mit dem Segelschiff. Und ja, habe ich so mit halbem Ohr zugehört. Ja, und ich habe die auch gar nicht so nach der Reihe gehört. Ich hätte die nach der Reihe hören sollen. Und hier haben wir noch Schüsse aus den Dunkeln. Ich glaube, das ist irgendwas mit einer Schauspielerin. Aber das ist bei mir momentan so mit den höheren Zahlen. Die rutschen einfach so durch. Dann habe ich die gehört, aber ich vergesse da echt die Hälfte immer von. Die alten Folgen, klar, die hat man ein Dutzend Mal gehört. Die bleiben auch hängen. Bis auf eine, die ging um Zeitreise, auch für die neuere. Die ist ja schon ein bisschen mehr hängen geblieben. Ja, aber ich glaube, die muss man einfach öfter hören. Die alten Folgen, die sind halt aus der Kindheit. Die hat man ja schon ein Dutzend Mal gehört. Da ist das natürlich was anderes, als wenn man die mal eben so zwischendurch hört. Ich finde, wenn ich die im Auto höre, dann ist es auch intensiver. Dann bleibt auch mehr hängen. Aber man hat zu Hause, erkennt es, einfach zu viel Ablenkung. Ne? Ja, dann habe ich hier eine, die habe ich auch sehr intensiv gehört und bin sehr begeistert. Die habe ich für unter 1 Euro bekommen. Jules Verne, die Mittelpunkt zur Reise. Ich hatte damals nur die alte Version von Europa gehabt, die mir auch sehr gut gefallen hat.
Aber hier haben wir jetzt mal eine CD, die auch zwei CDs haben. Und dementsprechend geht sie auch länger. Ist, habe ich erst gedacht, so vom Styling her, gedacht, das wäre ein Hörbuch. Da kriege ich jetzt nicht umgeklappt. Auf jeden Fall ist da noch eine zweite CD drin. Nein, ist kein Hörbuch, ist ein richtiges Hörspiel. Macht auf jeden Fall richtig Spaß und ja, man erlebt da halt ein bisschen mehr, sonst ist das ja immer so kurz angeschnitten. Die meisten sind ja nur so maximal dreiviertel Stunde lang und hier habt ihr schon mal, ich weiß gar nicht, also bestimmt 156 Minuten habt ihr hier Mittelpunkt zur Erde. Das ist schon ganz schön lang, ja. Und ja, das gehört echt schon wieder zu meinen Lieblingshörspielen. Ich mag es oder so sehr gerne, Jules Verne. Auch, ja, wenn die gute Dame bei Tron, wie ihr es gesehen habt, gefragt hat, wer das ist, und beziehungsweise sie kannte ihn, aber ja, wer ist, hast ihn kennengelernt, ne? Aber der ist ja schon lange tot, ja. Dann habe ich mir TKKG mal mitgenommen, die gab es im Supermarkt für 3 Euro, 2,99 Euro. Junior ist halt nicht mit den normalen Sprechern, aber ich muss sagen, hat mir ganz gut gefallen. Ist vielleicht so ein bisschen wie bei 3 Fragezeichen Kids, das sind auch andere Sprecher, aber die neuen Teile sind eigentlich ganz gut, aber auch die neuen. Also ich hatte so die ersten 2, 3 Teile mal von gehört. Ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch so gut sind. Ja, dann habe ich diese hier noch, der Dino Dieb, auch wieder TKKG. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es da momentan von gibt. Hat auch Spaß gemacht und auch, wie gesagt, für 2,99 kann man da nicht meckern. Ja, ich kann ja mal kurz die Sprecher aufklappen. Vielleicht kennt ihr die ja. Wie gesagt, sind nicht die originalen TKKG-Sprechern, aber ich kann man, glaube ich, gerade ein bisschen schlecht sehen. Es fokussiert gar nicht richtig. Okay. Dann hatte ich mir noch eine richtige TKKG geholt, die war auch für 2,99. Ja, es geht hier um so einen UFO-Kult. Ja, die neueren Folgen, es ist halt nicht Kindheit, es sind zwar noch die zwei Sprecher bei, wie der Tim und der Karl, der Klößchen sind ja noch die gleichen. Ja, die Dame, die Gabi, die gesprochen hat, ist ja leider mal gestorben. Und dann bei Satz, aber die macht ihren Job ziemlich gut, finde ich, dabei. Und bei TKKG will ich auf jeden Fall noch ein bisschen nachlegen. Was war früher wirklich meine absolute Lieblingshörspielreihe. Und ja, da habe ich viel zu wenig. Dann habe ich mir noch die mitgenommen. Habe ich noch nicht gehört. Bin ich mal gespannt. Ja, sieht so aus. Ja, von Europa. Was soll ich dazu noch sagen? Ich schiebe die mal wieder an der Seite. Kommen wir zum nächsten Stapel. Dann hatte ich mir das hier mitgenommen. Ist auch mit Holmes, also und Oscar Wilde sozusagen. Und ich habe gedacht, das wird jetzt so wer Richtung Sherlock Holmes. Nein, es ist so eine Reihe, die hat auch wieder was mit Monstern zu tun. Also hat mir sehr gut gefallen. Ja, Sprecher sind ziemlich cool dabei. Und ja, ich werde mal gucken, dass ich da irgendwie die ersten Teile bekomme. Ich habe davon nämlich die 8 bekommen, die 7 und die 9. Das ist so mittendrin. Ich habe erstmal eins gehört und das hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich das bei den Rest erstmal gelassen, weil ich möchte gerne von 1 anfangen und die zu hören. Und ja, bin ich mal gespannt, wie der Rest so ist. Aber ich glaube, das könnte was für mich sein. Weil bei Sherlock Holmes zum Beispiel habe ich gemerkt, ich stehe doch, glaube ich, mehr auf Horror-Hörspiele. Das ist, glaube ich, doch mehr mein Ding. Ja, und dann habe ich mir die Offenbarung 23 geholt. Und diesmal ging es ums weiße Gold. Und wenn ihr das Hörspiel hört, dann habt ihr keinen Bock mehr, was Süßes zu essen. Das kann ich euch schon mal prophezeien. Ja, es geht hier um den Einfluss, um Zucker, wo überall Zucker drin ist, was es mit euch macht und dass es auch nicht gesund ist und so weiter. Und die Offenbarung 23, wenn ihr diese Reihe nicht kennt, es geht immer um Recherche und aber auch ein bisschen frei erfunden, aber diese, wo die recherchiert werden, diese Sachen, die sind doch schon real und ja, da frage ich mich manchmal, darf man die Sachen denn wirklich so darstellen und so weiter? Oder kriegt man da manchmal Probleme mit der Regierung, wenn die da genauer hinhört? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber
Hier sind schon wirklich Sachen bei, die wahr sind. Also muss ich schon ehrlich sagen. Und das ist, da geht es um Zucker, um weiße Gold. Und ja, da haben wir auch noch ein aktuelles Thema. Ich habe damals, da ging es auch die allerersten, da ging es um Handy und so. Also da waren schon viele Sachen bei, wo man drüber nachdenken muss. Ja, dann habe ich mir davon noch Klimawandel geholt. Ich habe für jede CD auch, glaube ich, nur 4 € oder 5 € bezahlt, also relativ günstig. Ja, hier sind schon Nummer 72 hier zu allen möglichen Themen, zu Diesel, zu geschichtlichen Themen, alles Mögliche, über einen Rapper und so weiter. Fand ich auch ganz gut und es gibt da auch mal so ein Pro und Contra. Gibt es den Klimawandel wirklich? Den gibt es natürlich und so die Diskussion. Es wird immer aus zwei Richtungen belichtet. Also auf die Kritiker und aber auch auf die Zusprecher werden diese Hörspiele beleuchtet. Ja, sieht so aus. Ich gucke mal, ob die CD irgendwie nach was aussieht. Ja, ist einfach nur schwarz. Dann hatte ich davon noch eine zu Tschernobyl gehabt. War auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ihr Tschernobyl kennt. Musste mal eben kurz einen Schluck trinken. Die Älteren von euch da draußen auf jeden Fall. Also, ich habe das damals noch miterlebt, Tschernobyl. Ich weiß nur, da war ich noch in der Schule und ich durfte nicht mehr auf dem Spielplatz. Bei Pilzen essen musste man aufhören. Es war zwar in Russland, in der Ukraine, glaube ich, aber die Strahlen und die Winde haben das ja hier rübergetragen und der Regen. Und man hat hier schon zu der Zeit, das war 1986, schon einige Sachen eingeschränkt gewesen. Und hier seht ihr dann auch noch mal so ein bisschen die Story, wie das passiert ist und wo dann auch diese Schlupflöcher sind, wo man nicht so drauf geachtet hat und so weiter. Aber ob es Fiktion ist oder wirklich Recherche, da bildet euch besser selber eine Meinung. Ja, und dann habe ich mir noch geholt, auch wieder für 3 €, weil es günstig war, auch wieder aus dem Supermarkt, die 5 Freunde. Und ich merke gerade, die Sonne verlässt uns gerade, aber wir sind auch gleich durch. Die Nummer 123 habe ich auch schon gehört. Es geht darum, dass die 5 Freunde unterwegs sind, sind in einem Zug und es geht darum, um so kleine Goldbarren, die eine Frau hat. Und irgendwann haben sie dann Stromausfall und es verschwinden Wertgegenstände und so weiter. Ja, war eine ganz nette Folge, ist auch so ein bisschen hängen geblieben. Ja, ich muss sie auch mal nochmal so ganz vom Anfang anhören. Hier sind leider nicht die Originalsprecher. Die Originalsprecher habt ihr, glaube ich. Ich glaube, die ersten 21 Hörspielen habt ihr dann die Originalsprecher, so viel ich weiß. Dann habe ich mir noch die Nummer 124 mitgenommen, habe ich noch nicht gehört. Und dann habe ich mir noch was gekauft. Ich habe ja Lego angefangen und unter anderem die Lego Ninjago-Reihe. Ja, und dann habe ich mir einfach mal davon ein Hörspiel gekauft. Und ja, um die Story so ein bisschen mal kennenzulernen von Ninjago. Ja, das waren, ja, hat mir ganz gut gefallen. Wie gesagt, sind 3 CDs drin und unter 10 € kann man auf jeden Fall machen. Ich werde mir da vielleicht auch noch mal einen holen. Ist natürlich ein bisschen mehr an die jüngeren Zuhörer gewandt, aber gefällt mir ganz gut. Ja, hat Spaß gemacht. Und ich habe auch bedruckte CDs, finde ich auch gut. Ja, so eine Doppel-CD. Ja, das war dann mein kleines Update. Ich hoffe, hat euch gefallen und ich hoffe, dass es euch mit dieser Sonne hier, die sich jetzt gerade verabschiedet, nicht zu sehr stört. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst mal ein Abo da oder einen Daumen, würde ich mich riesig drüber freuen. Und ich sag mal, bis denn. Ciao.